Hallo meine Lieben. Ja, Black Friday steht bald vor der Tür und ich wollte euch mal ein paar kleine versteckte Spielereien zeigen, die ihr vielleicht schon in eurem Native Instruments habt. Ihr habt sie aber allerdings noch nicht installiert, weil ihr neu seid oder ihr sucht jetzt gerade für den Black Friday. Wer hat gesagt, wir wissen noch nicht genau, was kommt, was da alles billiger wird, beziehungsweise, und ihr kennt Native Instruments, es ist nicht nur der Black Friday, sondern es dauert etwas länger. Auf jeden Fall wollte ich euch mal ein paar Synthesizer zeigen, die ich sehr wenig bei den Leuten sehe. Es kam jetzt aber gerade auf, weil mit der Maschine 3 Bundle wurden ja Monarch, Massive und deshalb bin ich darauf gekommen, Prism Presets verteilt. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal ein paar Kleinigkeiten, die eigentlich in dem großen Paket drin seid, wenn ihr euch ein Complete gekauft hat, je nachdem, schaut mal nach, also ab Standard sind die Sachen auf jeden Fall mit dabei, bei den Select-Sachen weiß ich nicht, ob sie mit dabei sind, aber auf jeden Fall denke ich, das könnte für euch, für Sounddesign interessant sein, wenn ihr einfach mal neue Melodien sucht. So, der erste, den ich euch ausgesucht habe, ist auf jeden Fall der Prism. Der Prism ist auch schon etwas älter, aber er hat einige ziemlich geile Sounds drin. Ich habe mir mal ein paar Favorites rausgesucht. So, und hier auch nochmal zu sehen, Molten Metal. Und damit wir das Ganze auch nochmal sehen, wie der Prism aussieht. Das ist die Maschine-Version sozusagen, die kleine Version. Das ist ein Reactor-Instrument und diese Reactor-Instrumente könnt ihr euch natürlich auch dann selber im Reactor öffnen und dann habt ihr noch etwas mehr, was ihr hier machen könnt. Hier habt ihr nur einen Cut-Off, einen A-B-Vergleich, Zeit einstellen und ein paar Knöpfchen, an denen man hier schön rumspielen kann. Es sind Filter drin, wie zum Beispiel Flanger Echo und Reverb. Die kann man dann noch etwas mehr reindrehen, wenn man das möchte. Und da sind also, wie halt gesagt, ziemlich schöne Sounds mit dabei. Und jetzt mit der Maschine 3 bekommt ihr natürlich auch noch etwas mehr. Dann gibt es auch noch einen etwas älteren, den ich euch mal vorstellen wollte. Und zwar ist das Spark. Spark ist relativ günstig. Ich glaube 49 € oder sowas kostet der nur. Vielleicht gibt es den jetzt etwas billiger, wenn dann der Black Friday ist. Und ich spiele euch mal wieder ein paar Demos vor. Guck, ich mache mal auf. Das ist der Spark Synthesizer. Da habt ihr ein paar mehr Knöpfchen dran. Da könnt ihr richtig schön eigentlich drin rumspielen vom Synthesizer her. Ist auch natürlich ein Reactor-Instrument. Und ja, wie halt gesagt, wenn ihr den Reactor habt, dann könnt ihr da noch etwas mehr einstellen und rumbasteln. Aber er hat sehr schöne Sounds mit dabei. Und hier auch wie immer, wenn man den spielt. Sehr schöne Klänge. So, ich stelle euch sofort den dritten vor, weil ich möchte euch nicht vom Produzieren abhalten. Ihr kennt das mittlerweile, bei mir geht es etwas schneller. Einer, den ich euch noch vorstellen wollte, ist hier unten, das ist der Rounds. Und Rounds ist ein bisschen, ich gehe mal nicht auf den Endzeit drauf, so. Rounds ist ein besonderes Instrument und zwar habt ihr mehrere Soundslots und diese mehrere Soundslots, hier könnt ihr mehrere Sounds reinladen. Und je nachdem, welchen Keyboard-Taste ihr drückt, kommen da ganz spannende Sachen raus. Ich mache das hier mal zu, beispielsweise der Ambient-Sound hört sich eigentlich nur so an. Ich switch mal eben die Cam. Ihr seht jetzt allerdings, wenn ich den lade, alles mit derselben Note. Je nachdem, wie fest ihr den anschlagt, kommen da sehr schöne Variationen draus. So, wen hatte ich gerade noch? Genau, Endzeit ist auch noch so ein Sound davon, den der sehr schön variiert und das Ganze
auch nur mit dem Druck einer Taste. So, ich springe sofort weiter. Wie halt gesagt, Rounds lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr den habt, schaut euch den an. Und vielleicht findet ihr auch tolle Sounds für euch. Hier gibt es keine, also wenn ihr Expansion kauft, ihr bekommt für Spark und für den Rounds bekommt ihr keine neuen Presets mehr. Da gab es auch nur insgesamt zwei Banks, wenn ich mir genau, Browns 1.0 Library und die 1.1 Library, dann war da mit Sense. Aber wie halt gesagt, die Libraries lohnen sich. Der ist allerdings ein bisschen was mehr. Das wäre so ein Schnäppchen, wo man mal nachschaut, wenn jetzt die Black Friday Deals sind. Und einer, der jetzt natürlich, beziehungsweise einer, der auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, da bin ich aber jetzt drauf gekommen, weil ein paar neue Plugins rausgekommen sind, die probieren auf Sample-Basis Ambient-Räume zu erzeugen. So, und dann habe ich mir gedacht, irgendwie habe ich im Kopf, das hat Native Instruments auf und bin mal wieder auf den, ich glaube 2017 ist die letzte Version rausgekommen, bin ich auf den Form gekommen. Das hier ist der Form und hier sind ein paar kleine Sounds, mal zum Anhören. Also ein Sample-basiertes Instrument und das Schöne ist, ihr könnt die Samples austauschen. Das heißt, wenn ihr da etwas findet, was euch gefällt, könnt ihr das Ganze auch editieren, beziehungsweise ihr könnt euch das anschauen und in der Grundeinstellung könnt ihr eigene Samples hochladen und da gibt es auch im Internet schöne Videos, wie irgendjemand aus einem Blasinstrument mit einem Ton aus dem Blasinstrument so eine komplette Ambient-Sphäre macht. Und ja, das ist der Collector hier mal. Übrigens, Voice Samples gehen natürlich auch, die kann man dann ein bisschen was zerstückeln. Wenn ich mir den Aviation Ground hier mal angucke, im Form. So, komm her. Einmal aufgemacht. So, Pad Mode an. Einmal wieder umgestellt. Ja, muten sollte man den nicht. Also Form, wenn ihr Soundscapes, Ambient und solche Sachen machen möchtet, da ist der richtig schön für geeignet. Und natürlich auch, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal hier den, wen hatten wir gerade? Lost Choir anschaue. Okay, häng gerade. Da ist er. So, wenn ich mir den Lost Choir anschaue. Und schauen wir mal, ob Pinion jetzt richtig funktioniert. Yes. Das ist übrigens von Form ein Remix, den ich gemacht habe für Chemian. Der kommt bald raus, so 2025 auf jeden Fall kommt er raus. Das ist eines der Soundteile, den ich da mit reingebracht habe. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder ein paar schöne kleine Perlchen zeigen, die es noch bei Native Instruments gibt, die vielleicht etwas unbekannter sind, beziehungsweise die etwas in Vergessenheit geraten sind. Und wie immer, ich wünsche euch einen schönen Abend. Lieben Gruß aus Belgien, euer Alexander.